Herzlich willkommen zu Yoga Up Your Life, dein Podcast für Yoga, Mindset und einen gesunden Lifestyle. Mein Name ist Andrea und ich freue mich, dass du dabei bist. Und an dieser Stelle sage ich ganz einfach mal, welcome back. Herzlich willkommen zurück. Der Podcast ist zurück und ich freue mich so, so sehr, endlich wieder loszustarten. Denn die letzte Folge, wenn du dir das Ganze mal anschaust im Verlauf der Folgen, ist schon eine ganze Weile her. Da bin ich nämlich noch auf den Malediven gewesen und ja, jetzt gerade bin ich auch auf einer Insel, aber die Insel ist jetzt gerade ganz oben im Norden Deutschlands und zwar bin ich gerade auf Sylt. Und ja, vielleicht hast du es auf Social Media mitbekommen, in den letzten Monaten ist ganz, ganz viel passiert. Ich bin in der Zeit sehr viel im Business, Social Media, Mentoring auch unterwegs gewesen, habe da ganz, ganz viel gecoacht und Online-Kurse herausgebracht und habe aber jetzt wirklich so vor 2 Wochen, da bin ich einfach mal in mich gegangen und habe mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht, wo denn wirklich so meine Passion liegt. Was möchte ich denn wirklich, wirklich in die Welt rausbringen und wofür schlägt mein Herz wirklich und ohne was könnte ich auch gar nicht wirklich mein Leben leben. Und da ist dann nach so ein paar Fragen, die ich mir gestellt habe, wirklich ganz, ganz deutlich einfach auch herausgekommen, ja, es ist in der Tat wirklich dieses Thema gesunder Lifestyle, healthy Lifestyle, Bewegung, Yoga, Fitness, das sind all die Dinge, die ich einfach in meinem Alltag, in meinem Leben brauche, um mich wirklich gut zu fühlen, um glücklich und happy zu sein. Und das war mit der Grund. Der andere Grund war, weil ich hier einfach so, so sehr von den Gästen, die hier sind, immer wieder gesagt bekommen habe, boah, Andrea, warum machst du deinen Podcast nicht weiter und du machst deine Kurse so toll und das passt perfekt zu dir und das hat mir einfach auch so ein bisschen wieder gespiegelt. Okay, Andrea, ich glaube, es wird Zeit, dass du wieder back to the roots gehst und ja, genau dafür ist jetzt die Zeit. Und diesen Startschuss heute möchte ich dann einfach auch direkt eine richtig coole Podcast-Folge widmen. Denn in meinem ganzen Content auf Social Media, aber auch hier im Podcast, wird es wirklich in der nächsten Zeit sehr stark um das Thema gehen, gesunde neue Routinen in den Alltag zu integrieren. Insbesondere dann, wenn du eine Frau bist, die immer sehr, sehr viel beschäftigt ist, also sehr, sehr busy ist. Auch dann, wenn du Unternehmerin, wenn du selbstständig bist. Denn gerade in solchen Jobs und wenn du immer sehr, sehr busy bist, ist es natürlich schwer, einfach gesunde, healthy Routinen in den Alltag zu integrieren. Und gesunde Routinen zum einen, um Stress zu reduzieren, zum anderen, um sich gesund zu ernähren und zum anderen natürlich auch, um in Shape zu bleiben. Und ich habe mir dieses Thema ganz bewusst ausgesucht, weil es genau das ist, was ich seit Jahren lebe. Ich bin selbstständig, ich habe sehr oft schon einen vollgepackten Tag, trotz allem bekomme ich es immerhin, einen gesunden Lifestyle zu leben, meine Bewegung am Tag einzubauen, mich gesund zu ernähren und einfach auf mich, auf meinen Körper zu achten und mir auch genug Auszeiten zu nehmen. Und genau das möchte ich dir mitgeben. Und ich starte auch direkt mal hier mit einem richtigen Kracher. Wenn du nämlich sagst, ja, das wäre schön, aber alleine kriege ich das nicht hin, gesunde Routinen in meinen Alltag zu integrieren, dann hüpf mal bitte ganz schnell in die Shownotes, denn da habe ich dir einen Link reingepackt zu meiner 5 Tage Healthy Habit Challenge.
So, und da kam gerade die Sirene im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Also, ich möchte dich einladen zu meiner 5 Tage Healthy Habits Challenge. Dort zeige ich dir, wie du in nur 5 Tagen neue und gesündere Routinen in deinen Business-Alltag integrierst, um Body, Mind und Business in Einklang zu bringen. Das Ganze startet am 2. September und geht bis zum 6. September. Also hüpf mal ab in die Shownotes und melde dich da direkt an. Das Ganze gibt's für 0 Euro. Das heißt, du bekommst von mir richtig, richtig coole Inhalte und das Ganze sogar for free. So, Werbeblock beendet und jetzt starten wir durch mit dieser niegelnagelneuen Folge. Und zwar möchte ich dir heute einmal 3 Strategien mitgeben, um weniger Stress in deinem busy vollgepackten Alltag zu haben. Lass uns gleich starten. Also, eine ganz, ganz wichtige Sache, die ich dir mitgeben möchte, ist: plane deine Woche, plane deine Tage. Erzähl dir mal, wie ich das Ganze mache. Und zwar setze ich mich jeden Sonntag hin und mache mir dann einen groben Plan für die Woche. Das heißt, ich nehme ein DIN A4 Blatt. Ich bin immer noch so der Zettel- und Stifttyp. Du kannst es natürlich auch gerne online machen. Und schreibe da dann wirklich so die einzelnen Tage drauf und gucke dann wirklich, okay, was sind so die fixen Termine, die diese Woche schon da sind? Und was möchte ich diese Woche ganz gezielt wirklich erledigen? An was für Projekten arbeite ich? Wann möchte ich diese Projekte gerne machen? Und wenn ich zum Beispiel irgendwelche Fitnesskurse belege ich ja in dem Sinne jetzt nicht, aber an deiner Stelle würde ich das jetzt so machen, wenn du sagst, du hast jetzt 3-mal in der Woche einen Kurs im Fitnessstudio, wo du hingehst oder möchtest zum Yoga gehen, dann schreibst du dir diesen Termin auch schon einmal in diesen Wochenplan mit hinein. Ja, ganz wichtig, ist ein fester Termin. Sieh das so wie deinen Job. Deine Jobtermine planst du auch fix in deinen Kalender ein, die stehen da drin. Aber ein Termin mit dir selbst, der dir dabei hilft, gesund und fit zu bleiben, ist noch wichtiger. Deshalb schreibe diesen Termin in deinen Kalender rein. So, dann hast du die Woche grob geplant und dann mache ich es so, dass ich mich immer am Vortag, vorabend nochmal hinsetze. Das mache ich meistens immer im Bett, da habe ich dann meinen Kalender neben mir und dann habe ich dort, ich habe so einen coolen Kalender, auch natürlich aus Papier, wo die einzelnen Uhrzeiten stehen. Und dann schreibe ich wirklich auf, okay, aufstehen, dann und dann, 7 bis 8 Uhr, stehe ich auf, mache meine Morgenroutine. Da erzähle ich dir mal in einer anderen Podcast-Folge noch ein bisschen mehr zu. Und dann steht da wirklich genau drin, 7 bis 8 Uhr, das und das, 8 Uhr bis 9 Uhr, das und das. Ja, da schreibe ich wirklich alles ganz genau rein, von welcher Uhrzeit, von wann bis wann ich was mache und plane den ganzen Tag. Und es ist einfach so cool, weil ich dann mir am nächsten Tag keine Gedanken mehr darüber machen muss, okay, was muss ich denn jetzt heute nochmal machen? Und dann ist die To-Do-Liste einfach so lang, dass ich mir dann denke, naja, okay, Sport passt jetzt irgendwie nicht rein. Ja, oder jetzt habe ich es schon wieder nicht mehr geschafft, die 10.000 Schritte am Tag zu gehen. Mein Tipp an dich, schreibe dir das wirklich in deinen Kalender rein. Werde ich auf jeden Fall auch in der 5 Tage Healthy Habit Challenge drüber sprechen, wie du das nochmal machst. Aber ich glaube, das ist relativ gut verständlich gewesen. Und da kannst du ja dann auch richtig gut schon mal reinschreiben, wann du dir deine Pausen nehmen möchtest. Ja, wenn du sagst, du möchtest jeden Mittag 10 Minuten spazieren gehen, dann schreib dir das da rein. Mittags 12:30 Uhr bis 12:50 Uhr isst du und 12:50 Uhr bis 13 Uhr gehst du spazieren. Das ist deine erste Aufgabe, die du tun darfst. So, zweite Strategie, die ich dir mit auf den Weg geben möchte, ist:
Ich weiß nicht, ob du meditierst, ob du schon mal mit diesem Gedanken gespielt hast zu meditieren. Mir persönlich gibt das sehr, sehr viel Ruhe und Klarheit für den Tag. Und deshalb meditiere ich fast jeden Morgen 5 bis 10 Minuten. Wie mache ich das? Ich setze mich hin. Manchmal lasse ich einfach nur eine Meditation von YouTube laufen. Da kannst du einfach mal Meditation eingeben und dir eine raussuchen. Oder Morgenmeditation zum Beispiel eingeben. Oder ich liebe es auch einfach nur, mir bestimmte Frequenzen, Musikfrequenzen anzuhören. Gib mal ein, 432 Hertz Musik. Und dann lasse ich die laufen und stelle mir gleichzeitig dann einfach meinen Handy-Timer. Und dann setze ich mich hin, mache die Augen zu, konzentriere mich einfach nur auf meine Atmung und höre diese Musik, am besten mit Kopfhörer. Ja, und dann nach 5 bis 10 Minuten klingelt halt dann mein Wecker und dann ist okay. Und so starte ich wirklich richtig, richtig klar in den Tag. Das ist das Zweite, was ich dir mitgeben möchte. Also wirklich mal Meditation einbauen und wenn das nur 5 Minuten sind, denn so wie du in deinen Tag startest, so wird auch meistens der komplette restliche Tag. Und wenn du zu den Personen gehörst, die der Wecker klingelt, ich hüpfe aus dem Bett, ziehe mich ganz schnell an, schnapp mir meine Sachen und los geht's, dann wird auch der ganze restliche Tag so werden. Also steh dann lieber wirklich 10 Minuten früher auf und starte den Tag in Ruhe. Und die dritte Strategie, die ich dir mitgeben möchte, ist auf jeden Fall, dass du dir im Laufe des Tages Pausen einbaust. Ja, was du hier super gut machen kannst, ist, dass du zum Beispiel dir deinen Handywecker stellst, deinen Alarm, alle 90 Minuten oder 60 Minuten, das kannst du in einem Rhythmus machen, wie du möchtest. Und immer, wenn dann dieser Alarm ertönt, sagst du, okay, kurzer Break. Einfach mal alles stehen und liegen lassen, Augen schließen und dann kannst du einfach mal deine Augen schließen und wirklich mal ganz bewusst so 5 bis 10 tiefe Atemzüge nehmen. Wenn du das noch nie gemacht hast, dann fang vielleicht einfach erstmal mit 5 tiefen Atemzügen an. Ja, und wenn du dir dann da ein bisschen sicherer drin bist und sagst so, wow, hey, das fühlt sich echt gut an, dann kannst du das Ganze ausweiten und kannst dann auch sagen, okay, ich nehme jetzt 10 Atemzüge oder vielleicht einfach auch 1 oder 2 Minuten. Und das kannst du natürlich auch immer noch weiter ausweiten, dass du zum Beispiel sagst, hey, alle 2 Stunden nehme ich mir 5 Minuten Zeit zum Atmen. Dann stellst du dir auch wieder deinen Handy-Timer ein mit diesen 5 Minuten. Schließ die Augen, suchst dir natürlich vorher ein ruhiges Plätzchen und atmest einfach mal 5 Minuten. Scroll dich super gerne mal durch die älteren Podcast-Folgen durch. Da sind auf jeden Fall auch ein paar Meditationen, Atemmeditationen mit dabei, direkt mit Anleitung, die du super, super auch direkt nutzen kannst. Genau. Ich bin gespannt, wie dir diese 3 Strategien helfen werden. Schreib mir sehr, sehr gerne einfach mal auf Instagram, was das jetzt mit dir gemacht hat, ob du damit was anfangen konntest, ob dir das weitergeholfen hat. Einfach mal auf Instagram fitnessyogi_andrea habe ich dir auch in den Shownotes verlinkt. Schreib mir da super gerne mal. Und lass uns noch mal kurz zusammenfassen. Also, das Erste, was du mitnehmen solltest hier aus dieser Folge, ist, dass du deinen Tag planst und deine Woche. Das Zweite, starte den Morgen mit einer 5-minütigen Meditation. Und das Dritte, baue bewusste Pausen im Alltag ein. Alle 90 Minuten 5 bis 10 tiefe Atemzüge. Und das Vierte, schreib mir auf Instagram oder gerne natürlich auch per E-Mail, wie dir diese Folge hier gefallen hat, wie dir diese Tipps weitergeholfen haben. Und wenn du einen Wunsch hast, was du super gerne mal in meinem Podcast hören wollen würdest,
schreib mir auch das gerne per E-Mail oder am liebsten auf Instagram, fitnessyogi-andrea. Und dann baue ich das so, so gerne mit ein in meine Folgen. Und ja, du darfst dich jetzt einfach freuen. Es wird ab sofort wieder jeden Montag, das ist jetzt hier mein Commitment, jeden Montag Minimum eine neue Folge geben. Also es kann auch sein, dass es öfter kommen wird, die Folgen, aber definitiv jeden Montag wird es eine neue Folge geben. Und wenn mal Montag keine Folge kommt, dann erinnere mich dran. Dann schreib mir auf Instagram und sag, hey Andrea, wo ist die neue Podcast-Folge? So, okay. Ich würde sagen, 16 Minuten gequatscht. Ich hoffe, diese drei Strategien helfen dir weiter. Vergiss nicht, dich anzumelden zur Healthy Habit Challenge. Link ist in den Shownotes. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hinterlass mir super, super gerne hier auf Spotify eine Bewertung oder auch auf iTunes und empfehle ihn sehr, sehr gerne weiter. So, und bis dahin wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Tag, einen wundervollen Abend, wann auch immer du diese Folge hörst. Ganz, ganz liebe Grüße, Namaste und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Deine Andrea.